Ist die Frage, ob man so schön diagonal bauen kann. Also schon mal gleich hier beim Wehrgang müssen wir das so machen. Sonst kommt man ja zu nichts. Warum auch immer das Ding überhaupt hier einen Wehrgang haben sollte. Ja, doch. Kann man so anbieten. Tatsächlich, jo, wird dann auch nur das Bedienstetenhaus ein Fachwerkhaus sein, weil die Kirche aus massiven Steinen halt, ja, besser ist und der Burgfried halt im Normalfall das stabilste an der Burg war. Denn wenn man den erobert hat, hat man die Burg erobert. Das will ich natürlich auch hier so schwer wie möglich gestalten. Deswegen ist er ja schon da hinten. Quasi am weitesten weg von der einer gefährlichen Stelle. Außer man greift vom anderen Berg an, aber wie will man da seine Katapulte hochbringen, ist dann natürlich die andere Frage. Die sich mir da stellt. Es ruckelt schon wieder. Also jedes Mal, wenn ich mich etwas weiter davon wegbewege, ruckelt es. Deswegen würde ich sagen, lassen wir mal kurz saven. Was gerade passiert ist. Damit hier nicht wieder Gebäudeteile verschwinden. Wenn es jetzt hier mal so hoch geht, merkt man schon, wow. Es ist wirklich schon fast symmetrisch, das Ganze. Wie gesagt, es fehlt hier vor im Vordergrund noch ein bisschen was, aber wenn man sieht, denkt man wirklich, das Ding ist symmetrisch und das soll man, wenn nach Möglichkeit, von der Seite da vorne dann auch denken. Weil sieht man den ganzen Vorbau hier nicht, den Berg runtergeht. Und da, das Wichtigste der Burg ist ganz da hinten. Und das ist tatsächlich hier. Von hier aus doch relativ umständlich zu erreichen. Wäre übrigens noch mal eine Überlegung, wie das Ganze denn von da vorne aussieht. Aktuell. Ich meine, das habe ich ja oben an der Front auch eine Mauer durchgezogen. Von dem her dürfte sich da auch in der Ansicht noch etwas geändert haben. Ich bin auch gespannt, wie das erstmal aussieht, wenn die ganzen Türme ein Dach haben. Und da wage ich mich erst dran, wenn man mit Dächern viel besser spielen kann mit den Treppen. Muss ich jetzt erst also Richtung Spawnpunkt laufen, ne? Ja, hat was. Hat tatsächlich etwas. Sieht nicht schlecht aus. Gefällt mir. Das ist das Wichtigste. Dass ich zufrieden bin, weil ich möchte nicht in einem Bauwerk wohnen, mit dem ich nicht zufrieden bin. Das ist unschön. Und es rauscht gerade wieder tierisch. Green screen, please. Danke. Nie wieder mit blauem Pulli aufnehmen, ich sag's euch. So.
So. Das ist lustig, also das fällt mir jetzt erst auf. Ist eigentlich die Tatsache, dass wir hier unten tiefer runter müssen als auf alle anderen Seiten. Und malen wir schon ein paar Treppen aus Steinen. Ach, warte, die Werkbank habe ich ja eh dabei. Trifft hier super. Warum die auch gleich wieder ab? Ich will hier eigentlich nicht so viel Land aufschütten, sage ich mal. Zack. 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 Wenn wir das jetzt halt wirklich so einsetzen, die tun wir wieder zu normalen Kobbel verwandeln. Geht ja zum Glück. So macht es nämlich hier einiges leichter, weil wir einfach viel weiter nach vorne kommen dadurch. Jetzt muss ich aber erstmal nachgucken, wie es denn hier so aussieht. Also die hier sind natürlich klar, die müssen erstmal weg. Da muss ich hier nochmal eine Säule hin. Hier muss das Gelände auch ein bisschen bearbeitet werden. Ach komm, wir stellen jetzt einfach hier eine Werkbank auf. Kein Bock mehr auf das dauernde Gerenne. So. So. So, perfekt. So, wir müssen jetzt hier die Zinnen anlegen. Dann muss hier eine Säule hin. So. Und hier kommen dann wieder die Fackeln hin. Jetzt merkt man auch hier schon das, was hier oben so lustig wird. Worauf ich mich auch gerade so gefreut habe. Davon abgesehen, dass es hier relativ schnell nach unten geht, darf ich hier die Mauer auch nochmal komplett neu aufziehen. Das wird ein einfacher Wehrgang, ein kleiner. Und das ist quasi perfekt. Und dann an der Stelle kann ich direkt die Säulenreihe anknüpfen können. Die es ja ohnehin geben wird. Das ist einfach vieles unglaublich leichter macht, wenn man hier einfach nur mal eine Zwischenebene einfügen.
sieht dann auch viel besser aus. Am Ende. So. Ja. Dann kommen hier auch mal Fackeln dran. So. So, perfekt. Und dann ist nämlich hier die anschließende Mauer, die dann das hier oben begrenzt. So, da. Das ist doch viel besser, als wenn wir alles zwingend auf die Ebene hier oben klatschen. Klar kann man sagen, das gehört eigentlich zu Minecraft auch dazu, aber der Berg soll ja noch so natürlich wie möglich aussehen. Und ich sehe keine Möglichkeit, das natürlich aussehen zu lassen. Wenn wir hier dann so ewig hohe Mauern haben, weil hier die Ecke wird ja richtig weit vorgedrängt werden. Die Mauer wird da sowieso noch richtig hoch. Und da werde ich dann in dem Turm da, hat er eigentlich eine Treppe drin? Das wäre nämlich blöd, wenn er eine Treppe drin hat. Ich bin nämlich fast mit der gleichen Mechanik. Ah, perfekt, hat noch keine Treppe drin. Die gleiche Mechanik dann hier so runtergehen einfach. Und dann hier an der Ecke hier noch ein Tor einfügen. Irgendwie. Keine Ahnung wie, das schaffen wir schon. Kriegen wir zum Glück wieder. So. Ist doch auch schön. Jetzt haben wir noch mal so eine kleine Zwischenebene. Kann man dann später alles schön systematisch voneinander trennen. Ich muss halt nur irgendwo ein richtig fettes Haus reinklatschen können. Wo das Lager reinkommt. Wobei ja das Lager prinzipiell immer mit einem mitwächst. Das heißt, das fette Haus, wo das Lager reinkommt, es ist sowieso eigentlich zu weit gedacht. Es reicht ja eigentlich nur ein kleines Haus, wo das Lager reinkommt. Wenn wir mal ehrlich sind. Was will ich denn hier großartig einlagern? Außer die ganze Erde, die wir hier durch den Burgbau haben. Es gibt ja auch keine Ressourcen, die man richtig viel einlagern muss. Ja, das war natürlich jetzt sehr intelligent. So. Aber wieso? Ich habe doch gerade eine Schaufel gecraftet, extra für diese Teile. Dann sollte ich sie vielleicht auch benutzen. Wäre jetzt so eine Idee. So. Jetzt hier natürlich wieder die Erde auffüllen. Jetzt hören wir hier schon, dass es hier ziemlich hoch wird.